Jetzt kommt dieser Mann zu uns hier. Das ist sein neues Buch, Thorsten Havener ohne Worte. Und jetzt wird er Ihnen erstmal etwas von seiner Kunst präsentieren. Bitte begrüßen Sie Thorsten Havener. Guten Abend. Mein Spiel heute Abend handelt von der Körpersprache von Verliebten. Das heißt, ich brauche jetzt als erstes mal ein Paar von euch, das sich noch liebt. Beziehungsweise vielleicht soll ich noch sagen, ich brauche ein Paar von euch, das sich noch liebt, von dem auch jeder wissen darf, dass es heute Abend als Paar gemeinsam hier ist. Ich habe keine Ahnung, was mir bei der Nummer schon alles passiert ist. Du hast ja eben schon angesagt, richtig, wie heißt du mit Vornamen? Antonia. Antonia, und ja. Seid ihr beide gemeinsam hier? Ja. Dürfen wir auch alle wissen, dass ihr gemeinsam hier seid? Okay, Antonia, und du bist? Der Lukas. Lukas, okay, ja. Lukas, Antonia, ich glaube, ihr seid perfekt. Steht doch mal beide auf, kommt mit nach vorne, kriegt einen Höllenapplaus von allen anderen, die jetzt nicht nach vorne kommen. Und Antonia, stell dich kurz hier rüber. Genau, Lukas, genau, bleib hier so stehen. Komm ruhig ein Schritt näher, okay? Sehr gut. Wir haben uns vor der Sendung nicht irgendwie getroffen, ihr wurdet nicht angesprochen, ihr wisst nicht, was als nächstes Nein. passiert. Sehr gut. Lukas, schau mal Antonia an. Und Antonia, du schaust Lukas an. Und jetzt schaut euch mal gegenseitig in die Augen. Ignoriert mich komplett. Schaut euch einfach gegenseitig an. Und schaut ihr, das Erste schon passiert, weil ohne, dass ich irgendwas gesagt habe, ist eure Körpersprache exakt gleich. Ihr atmet zum Beispiel im selben Rhythmus. Das kann man erkennen, wenn man eure Schultern beobachtet. Das ist gut. Und jetzt schaut euch mal gegenseitig in die Augen. Und jetzt denkt doch mal an den Moment, als ihr diese Augen zum ersten Mal gesehen habt. Aha. Scheint ein guter Moment gewesen zu sein. Ich mache mal ein Foto von Lukas, wie er aussieht, wenn er an den Moment denkt, als er Antonia zum ersten Mal gesehen hat. Und das ist... Ja. Die brauchen jetzt eine Zeit lang, bis sie sich entwickeln. Das heißt, Lukas, nimmst du das mal in deine linke Hand, drehst dich in Richtung Publikum. Antonia, du kannst dich ebenfalls mal hier rüber drehen. Und während das Foto sich entwickelt, schaust mal auf meine drei Finger. Und jetzt mach mal die Augen zu. Und die Augen sind jetzt ganz tief geschlossen und du kannst ganz tief entspannen. So ist gut. Antonia, ich greife jetzt mal deinen linken Arm und der bewegt sich jetzt nach oben. Und du kannst noch tiefer in einen angenehmen Zustand der Entspannung sinken. So ist es gut. Und der Arm bleibt genau an der Stelle, an der er jetzt ist. Und deine Augen, Antonia, die sind geschlossen und die bleiben geschlossen. Und wir übertragen jetzt mal ein Gefühl. Und das Gefühl übertragen wir von hier nach hier. Das heißt, es geht von hier nach hier. Antonia, hast du gerade eben was gespürt? Mhm. Ja, zeig uns mal wo. Hier. Wie oft? Einmal hier und einmal hier unten. Aha. Dann kannst du jetzt die Augen noch mal aufmachen. Dann haben wir gerade gesehen, ihr liegt echt auf einer Wellenlänge. Kannst du nachher erzählen lassen, was passiert ist. Wirst du sowieso nicht glauben. Okay. Dann schauen wir mal ganz kurz uns das Bild an. Und ja, kann man erkennen, oder? Ist noch nicht ganz fertig entwickelt, aber das ist er, oder? Ja. Okay, dann unterschreib doch das Foto mal ganz groß auf der Vorderseite. Du kannst deinen Namen draufschreiben oder Antonias Namen, egal. Mhm. Und während jetzt er unterschreibt, Antonia, ich will jetzt ja hier nicht die Romantik rausnehmen, aber die Tatsache, dass ihr euch vor ein paar Jahren, wie lange seid ihr zusammen? 3 Jahre. Vor 3 Jahren zusammengekommen seid, die ist rein rechnerisch, ist die fast unmöglich. Okay. Ich meine, es gab damals schon fast 7 Milliarden Menschen auf der Welt, knapp 6,5 Milliarden. Ich meine, von der Statistik her hättest du genauso gut den hier treffen können. Ja? Oder den, rein von der Wahrscheinlichkeit her. Oder den, oder den, oder den. Oder schon mal, ist auch ein hübsches Kerlchen, ne? Ein Foto von mir. Ja. Also, ich meine, du hättest jeden dieser Menschen hier hättest du treffen können. Vielleicht hast du sogar irgendjemanden von denen schon mal gesehen, hast aber gar nicht gemerkt. Ja. Aber die Sonne ist aufgegangen, als du ihn zum ersten Mal gesehen hast. Hast du das Foto unterschrieben? Ja, klar. Gut, Stift brauchen wir nicht mehr. Dann gib doch mal dein Foto zu allen anderen Bildern hier irgendwo dazu. Irgendwo, wo immer du willst. Jetzt nimmst du alle Bilder und mischst die selber durch, sodass du selber keine Ahnung hast, an welcher Stelle dein Bild liegt. Wenn du zufrieden bist und fertig bist, dann gibst du die Bilder mir. Sehr gut. Schau her, Antonia. Irgendwo hier liegt das Foto von ihm. Wir können nicht wissen, an welcher Stelle, noch nicht mal ungefähr, das wissen wir nicht. Und ich gehe jetzt einfach mal mit meinen Fingern, mit meinem einen Finger hier so über das Bild drüber, mhm. Du sagst einfach, oder das Bild über alle Bilder, und du sagst einfach an irgendeiner Stelle, wann immer du möchtest, sagst du einfach Stopp. Ja. Okay? Einfach irgendwann Stopp. Stopp. Ist hier? Nee, links. Okay, wir nehmen ihr 4 Stück raus. Das sind 1, 2, 3, 4 Stück. Dann nimmst du mal die restlichen hier. Und jetzt, ohne darüber nachzudenken, ganz schnell, von uns aus gesehen, rechts oder links, ganz schnell. Rechts. Rechts, okay? Jetzt nimmst du ein Foto in deine rechte Hand und eins in deine linke Hand. Du schaust auf gar keinen Fall nach, auf gar keinen Fall. Und du gibst mir jetzt mal eins der beiden Bilder, ohne nachzuschauen. Mhm. Sehr gut. Das andere als gegen deinen Körper. Und ich meine, du hattest jetzt die Auswahl aus über 70 Bildern. Ja. Vor 3 Jahren hast du aus 6,5 Milliarden Menschen hast du einen ausgewählt, ohne darüber nachzudenken. Ja.
Wenn du jetzt heute Abend aus über 70 Personen intuitiv nochmal ihn ausgewählt hättest, das wäre der Hammer. Ich meine, schau noch nicht nach, aber wenn das das Foto ist von Lukas, ich meine, das wäre der Knaller, oder? Wenn nicht, dann stehe ich an der Stelle ganz doof da, ja? Falls aber doch, dann schaust du gleich nach, okay. Erst dann geh bitte zu ihm und gib ihm einen Kuss auf seine Wange. Schau mal nach. Oh Gott. Oh, Maria. Das Foto kannst du mitnehmen. Danke. Vielen Dank. Nehmen wir mal Platz. Danke. Danke, meine Damen. So. Ach, herrlich, romantisch. Ja. Sehr, sehr romantisch. Was ist das, was du machst? Ich habe ja eben fälschlicherweise gesagt, Mentalmagie, das willst du ja gar nicht sein. Na, so ganz verkehrt ist das nicht. Weißt du, ich habe ja so viele Sachen gemacht schon und ich habe mir überlegt, alles, was mich interessiert, das packe ich in eine Show. Und der kann man jetzt keinen Namen geben. Also die Show heißt der Körpersprache-Code, aber es geht nicht nur um Körpersprache. Das ist das zentrale Thema, aber ich finde das viel zu eng gestrickt, um da einen ganzen Abend draus zu machen. Das ist ein Bühnenprogramm. Das ist genau. Publikum im Saal und dann fängst du an zu erzählen. Richtig. Sowas wie jetzt, das ist eine der Nummern, die da auch gezeigt wird. Und was das genau ist, kann man nicht in eine Schublade pressen. Und ich habe das lange Zeit als Schwäche empfunden, dass man nicht sagen kann, ich bin das oder ich bin Comedian oder Zauberer oder Mentalist. Inzwischen empfinde ich das als eine große Freiheit, da ich sage, das ist meine Show, da findet alles statt, was ich spannend finde und mir macht das großen Spaß. Das hier ist ein Buch, du bist ja auch noch Autor, das ist nicht dein erstes Buch, ne? Sondern nee, es ist das vierte inzwischen. Ohne Worte heißt es, was andere über dich denken. Was wird in diesem Buch erzählt? Na, also auch hier ist das zentrale Thema Körpersprache und wenn es in den anderen Büchern hauptsächlich darum ging, herauszufinden, was ein anderer gerade denkt, also wenn die Augen so zusammengehen und so wie bei mir. So wie dir gerade Interesse, aber auch so ein bisschen Skepsis, war mir in dem Buch eher wichtig. Skepsis in dem Fall. Ja. War mir in dem Buch eher wichtig, wie wirke ich denn, vor allen Dingen, wie wirke ich denn heute? Also wie wirke ich denn über Facebook zum Beispiel? Was sagt ein Facebook-Profil allein durch die Aufmachung von diesem Profil über mich aus? Und wie kann ich das steuern? Oder bei einem Dating-Portal? Ja? Wie muss ein Foto aussehen, dass ich möglichst viele Zuschriften bekomme, wenn ich das will? So. Genau so. Du hast das Buch gelesen. Und weißt du, wie es aussehen muss? Das hat mich total überrascht. Ich war ja nie bei einem Datingportal und habe mir da einfach Studien ranschaffen lassen und habe mich dann auch tatsächlich mal bei so einem Ding angemeldet und geguckt. Und da kam zum Beispiel raus, dass Frauen, die eine Katze auf dem Arm haben, die kriegen wenig Zuschriften. Ja, also ein Tier auf dem Arm bei einer Frau wirkt gar nicht gut, aber ein Tier auf dem Arm bei einem Mann, die kriegen massenweise Zuschriften. Ah. Und als Musiker sehr wichtig zu wissen, diejenigen, die einen Gitarrenkoffer, da muss noch nicht mal was drin sein, aber diejenigen, die mit einem Gitarrenkoffer rumgerannt sind, die konnten sich vor Zuschriften kaum retten. Also echt? Gitarre spielen. Ja, und die aber eine Sporttasche oder Sportequipment anhatten, die waren verloren. Die haben keine Zuschriften gekriegt. Das heißt, Frauen stehen mehr auf musische Typen. Offensichtlich. Und nicht so auf Pumper. Genau. Ja. Zumindest die Frauen, die bei dieser Studie teilgenommen haben. Ja. Was kann man noch lernen? Naja, also das Wichtigste ist ja, was ich rausgefunden habe, Körpersprache ist ja immer noch was sehr Intuitives. Und Körpersprache kannst du nicht sagen, wenn einer so macht, denkt er das, wenn einer so macht, denkt er das. Das gibt aber, dass wir sagen, ja, wenn einer so da steht, dann ist er verschlossen. Ja, oder das so. Muss, das stimmt muss das nicht. Immer? Nee, das stimmt nicht immer. Es kann ja sein, wenn dass so, kalt jetzt, ist. Wenn ich jetzt so hier säße, was, ja. Ja, dann wäre ich verschlossen, oder naja, was? Bei dem Gesichtsausdruck wäre das eher eine starke Zurückhaltung, das stimmt schon. Aber es kann ja sein, dass das einfach nur extrem bequem ist. Nein, überhaupt nicht. Ich bin einfach sehr verschlossen und extrem zurückhaltend. In dem Fall wirklich Zurückhaltung. Aber darum geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass man guckt, in welchem Kontext findet was statt. Spielt da einer gerade irgendwas? Und was ich zum Beispiel rausgefunden habe, ist, Körpersprache wird immer dann komisch, wenn wir drüber nachdenken. Also sobald ich drüber nachdenke, ja, was mache ich? Man denkt sich, ach, ich setze mich jetzt mal entspannt hin. So, und schon ist es irgendwie, ja. Und das könnt ihr mal alle mitmachen. Können auch die Gäste zu Hause alle mitmachen. Verschränkt einfach mal alle eure Arme. Mach auch mal mit. Verschränkt mal die Arme. Oh. Und so machen wir das, wenn wir nicht drüber nachdenken. Das ist die normale Haltung. Und jetzt verschränkt man Fußballspieler und macht so. Verschränken die so die? Machen die das? Ja, bei der WM war das jedenfalls. Ach so, ja. Haben sich alle so reingedreht und alle haben das Gleiche gemacht. Ich glaube aber nicht, dass die alle wussten, dass sie das Gleiche machen. Das ist einfach intuitiv gewesen. Das Spannende ist, also wenn ihr so die Arme verschränkt, so Arme, dann macht das ihr immer so. Und das machst du immer genauso. Mach ich es genau so, mach ich's nicht andersrum? Ja, genau, also mach doch mal. Verschränkt mal die Arme andersrum. Macht mal. Verschränkt mal den anderen Arm nach vorne. Oder? Das fühlt sich total ätzend an. Ja, total. Ja. Machen sie immer alle gleich? Nee, es macht jeder für sich so, wie er es immer macht. Das sagt auch nichts über denjenigen aus. Wer hat also die rechte Hand oben gerade? Wer hat die rechte Hand oben drauf? Ja, mach mal rechte Hand um. Und wenn die linke Hand oben drauf liegen? Okay, was sie nicht wussten, diejenigen, die linke Hand oben liegen haben, die haben besseren Sex als die anderen. Das ist aber nur... Ah. Okay, ist das so? Nee, das ist nicht, was man nur gerade...
Und das ist es. Und das, wenn wir über unsere Körpersprache nachdenken. Weil du hattest auch die rechte Hand oben liegen. Ja, es ist genau umgekehrt. Ja, es ist genau umgekehrt. Ja, ja. Hm? Körpersprache ist dann, wenn wir drüber nachdenken, und wenn wir nicht drüber nachdenken, machen wir alles richtig. Und genau wie bei dem Verschränken hier jetzt gerade, genauso fühlen wir uns, wenn wir über unsere Körpersprache nachdenken. Das heißt, möglichst natürlich bleiben, und wie das geht, davon handelt halt auch viel das Buch. Daran kann man sehen, ob jemand künstlich ist oder nicht. Oder könnte ja auch sein, dass das seine Körpersprache ist, wenn jemand sagt, Herr Hafner, ja, erklären Sie uns ein wenig über Ihr Buch. Ja. Was ist das, was da schwarz auf weiß gedruckt steht auf 200, ja, fast 300 Seiten? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, siehst du, also das Ding ist, wäre das Leute übertrieben? Dann würden Sie auch denken, ja, dass das ja, ist. Und zwar ist das bei dir deshalb übertrieben, weil du normal so nicht bist. Also es gibt ja, mag ja Leute geben, die normal immer so reden, und bei denen wäre es dann komisch, wenn sie plötzlich noch mal anders reden würden. Es gibt so einen Dreisatz im Körpersprache lesen. Das eine ist die Wahrnehmung, also erstmal gucken, was passiert mit meinem Gegenüber. Das zweite ist die Veränderung. Also gucken, wann wird denn der irgendwie anders? Wann macht denn der genauso wie du gerade eben? Der verschränkt sich und geht mit dem Kopf so zurück. Ja. Wenn du das immer machst, ist das ja keine Veränderung. Es geht immer um die Veränderung. Und das dritte ist dann die Bedeutung. Was könnte das bedeuten? Okay. Und das sind sozusagen Tipps dafür. Unter anderem. Wo genau bringt mich das denn weiter? Naja, die Frage ist, wo bringt dich das nicht weiter? Also gerade dich, wo du doch ständig Gäste hast, die sich irgendwie hinsetzen, wenn du was über die erkennen kannst. Das ist doch super. Oder wenn du was aus einem rauskitzeln willst, was er dir normalerweise nicht verraten würde. Das kannst du eventuell über die richtige Anpassung von Körpersprache, nicht komplett, aber du kannst dazu beitragen, dass jemand offener ist, dass jemand sich durch besser meine fühlt. Körpersprache? Ja, na klar, wir lassen uns ja über die Körpersprache von anderen. Thorsten. Ja, genau. Verrat uns das doch mal. Unter uns, Thorsten. Genau. Wäre nicht ganz die richtige Herangehensweise. Nein? Nee. Zu ranschmeißerisch? Ja, also kommt, auch hier kommt es nochmal auf die Situation an. In dem Fall natürlich zu ranschmeißerisch. Wir mögen ja immer Leute, die uns gleich sind. Das heißt, ich würde, wenn ich jemanden näher kommen möchte, würde ich immer gucken, wie sitzt derjenige denn da? Und da würde ich gucken, dass ich mich ähnlich positioniere. Das kannst du zum Beispiel auch, Körpersprache der Liebe, kannst du super beobachten, wenn du im Café sitzt und schaust dir Paare an, die frisch zusammen sind. Da machen die beide genau dasselbe. Also wenn der eine nickt, dann nickt der andere mit. Ja. Wenn sie den Kopf neigt, dann macht er das auch. Und am schönsten ist immer, wenn einer die Bewegung vom anderen zu Ende führt. Also die Frau trinkt einen Schluck aus ihrem Glas. Ja. Sehr gut. Der Mann nimmt seine Serviette und tupft sich den eigenen Mund ab. So was meine ich dann zum Beispiel. Ach, das gibt's das passiert. Ja, das passiert. Ja, Wahnsinn. Tolle Sachen. Alles hier in diesem Buch nachzulesen von Thorsten Hafner. Ohne Worte heißt es, was andere über dich denken. Mhm. Und auf Tour bist du auch, ne? Ja, bin gerade viel unterwegs, spiele jetzt unter anderem in Hamburg, genau. Am 10.5. ich bin Gedankenleser, am 10.5. in Bremen, am 11.6. in Wuppertal, am 12.6. in Koblenz zum Beispiel. Ja. Alle anderen Termine unter thorsten-hafner.com. Richtig, das ist ein schönes Programm. Danke vielen Dank, dass du da warst. Thorsten Hafner, meine Damen.